Hallo und herzlich willkommen, ihr Sepplinge, zu einer neuen Folge Lego Jurassic World. Wir erinnern uns, wir haben letzte Folge, beziehungsweise hier Owen, der gerade mit den Raptor-Figuren spielt, wurde letzte Folge von Claire gebeten, doch mal das Gehege vom neuen gekreuzten Indominus Rex auf Probleme oder Schwachstellen zu untersuchen. Ja, und jetzt ist der Gute von der Werbebildkamera verschwunden. Der Dino. Was natürlich jetzt sehr beunruhigend ist, da die normalerweise das ganze Gehege überwachen. Und wo ist jetzt der neue Dino hin? Der größere. Mit mehr Zähnen und allem drum und dran. So, da hinten sind die Kratzspuren. Die haben wir letzte Folge schon entdeckt. So, übrigens, ich wollte zu Beginn der Folge mal noch was loswerden. Da, es hat versucht, sich freizugraben. Deswegen haben wir das Fundament ja so tief gesetzt. Können Sie uns zu diesem Gerüst hochbringen? Ah, klar. Gucken wir mal. So, okay, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, gucken wir erstmal, was Mr. DNS uns zu sagen hat. Bekanntermaßen nie aus. Hochrangige Angestellte von Jurassic World können mit Hilfe eines, weiß ich nicht, Displays, wie dem, den der blaue Kappenträger hat, nach nützlichen Lego-Gegenständen suchen. Drücke B, wenn du das Symbol siehst. Das haben wir da hinten. Wow. Das ist cool. Hochrangige Angestellte von Jurassic World, wie heißt er denn jetzt, können Zugangsschalter verwenden. Drücke hierfür B. Drück die angezeigten Tasten in der richtigen Reihenfolge, um den Handabdruck korrekt zu scannen. Okay. Ba-ba-ba-ba, aber wir sind so gut. Eine sehr coole Leiterkonstruktion auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, das haben ja ein paar den Film schon gesehen. Ich gehe jetzt mal hier unten hin. Und schreiben auch immer fleißig Kommentare. Problem ist, dass ja teilweise der Fortlauf eben auch der Geschichte drin steht. Ich habe jetzt die Kommentare, wo das nicht eindeutig als Spoiler gekennzeichnet wurde, indem es einfach oben drüber geschrieben wurde, gelöscht, weil ich einfach nicht möchte, also ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas vorweggenommen haben und es haben auch schon andere darum gebeten, dass da wenigstens was drüber geschrieben wird, weil dann manche auch schon lesen quasi, wie es weitergeht und dann die Geschichte einfach ein bisschen kaputt geht dadurch und man schon weiß, was als nächstes passiert. Und deswegen bitte ich euch, dass wenn ihr irgendwas über den Fortlauf der Geschichte schreibt, schreibt bitte Spoiler drüber, weil ansonsten besteht eben wirklich die Gefahr, entweder dass ich Sachen schon lese, dann macht es mir einfach ein bisschen den Spaß an der Geschichte kaputt. Genauso ist es eben auch bei anderen und dann möchte ich euch einfach bitten, das zu kennzeichnen. Alle anderen Kommentare werde ich unkenntlich machen, weil, wie gesagt, es haben sich schon ein paar drüber einfach beschwert, dass man solche Kommentare, man liest sich ja schon mal durch die Kommentare durch und wenn man dann auf so einen Kommentar stößt, bis man es dann gemerkt hat, dass es Spoiler ist, ist es dann oft schon zu spät. So. Dinosaurierforscher wie Owen können in Dino-Haufen nach neuen Lego-Gegenständen suchen. Sagt doch gleich in Scheiße tauchen. Hurra! Rein ins warme Braun. Mal sehen, ob sich hier irgendwas Nützliches verbirgt. Naja, wir können was zusammenbauen und wir haben einen blauen Stud bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. Nee, aber das. Ich denke, ihr versteht es auch. Das ist nicht böse gemeint, aber da wollte ich mal drum beten und habe mich eben auch verpflichtet einen anderen Weg für Sie. Gesehen. Sollten wir es dem Indominus Rex wirklich leichter machen, die Wände zu erklimmen? Der Zug ist abgefahren und frisst bestimmt schon den nächsten Zug. Oh Mann. Nee, also das war mir mal ein Anliegen, das zu sagen und bin ich auch schon jetzt da nicht unbedingt öffentlichen Kommentaren. Aber schon mal in Nachrichten über Facebook schon drum gebeten worden, dass ich das nochmal bitte anspreche, weil es manche Leute wirklich störend finden. Aber das soll es jetzt auch zu dem Thema gewesen sein. Zack. Wir müssen uns jetzt hier. Hat sie das umgeworfen?
Weiter durch schnetzeln. Wo ist denn jetzt der Gute? Der Indominus. Wenn der doch so riesengroß ist. Hui. Oh. Hui. Das ist cool. So, was können wir denn hier jetzt einsammeln? Wo geht's denn da weiter? Ah, guck mal, jetzt können wir was bauen. Haha. Können wir hier noch mehr bauen, wenn wir die anderen Knochenhaufen auch noch zerlegen? Nee, ne? Wie? Ernsthaft? Hier können wir nichts machen? Da könnte nur Ellen was machen? Wow, zurück. Tja. Es ist mir doch immer wieder ein Vergnügen. Nur Mechaniker wie unser guter blaubehelmter Freund können kaputte Lego-Gegenstände mit einem Schraubenzieher, mit einem Schraubenschlüssel reparieren. Zieher ist das nicht, das ist ein Schraubenschlüssel. So, wie heißt der jetzt, der Typ hier? Aufsehen, Nick. Okay, aber mit dem kommen wir hier nicht drüber, ne? Nee. Das heißt, wir müssen uns hier noch irgendwie... Wir müssen da hinten irgendwie dieses... Das hier kaputt kriegen, was am Boden liegt. Ah. Ich hätte das doch eben auch schon versucht. Warum habe ich das denn gar nicht hinbekommen? Ich mal wieder. So. Danke. So, sehr gut. Jetzt können die anderen nämlich hinterherkommen. Und dann können wir mit unserem Mechaniker, beziehungsweise mit unserem Aufseher, der da hinten immer noch rumgetrödelt hat, können wir das jetzt reparieren. Nett. Okay, das war es anscheinend wohl nicht, was wir machen müssen. Ach so. Ha. Wir müssen das hier mit Wasser auffüllen. Okay. Und dann können wir da jetzt drüber hüpfen. Aha. Zack, zack. Oh, leicht wie eine Feder hier. Könnte auch bei Schwanensee mit tanzen hier. Ja, Ballettfiguren, was kann man jetzt... Ach nee, 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 nee. Zurück wollen wir nicht. Okay. Die Mauer ist 12 Meter hoch. Sie glauben doch nicht, sie ist rausgeklettert. Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11, hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Was ist das Problem? Er ist im Käfig. Mit ihm zusammen. Ups. Wenn er T-Rex-DNS besitzt, kann er vielleicht nur Bewegung wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann, wir sind erledigt. Wir werden gefressen. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten? Aber sicher. Oh oh. Ah, hier können wir jetzt was zusammenbauen. Nee, wir können uns unsichtbar machen. Hehe. Es gab einen Kurzschluss. Alice, benutzt dein Schockgewehr, um den Strom wieder anzustellen. Na gut. Okay. Alice brauche ich, nicht die anderen. Oh Gott. So, das ist immerhin wieder unter Strom. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Owen kann sich tarnen, um sich unbemerkt an Dinosauriern vorbeizuschleichen. Halte hier für B gedrückt, okay. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht, was uns das in dem Fall bringt. Okay, wir sind vorbei. Können wir uns jetzt wieder kenntlich machen? Dann sind wir schneller.
Wir müssen irgendwie einen Weg hier rausfinden. Was muss es hier doch geben? Eis. Können wir jetzt wieder hier so einen Eiswagen machen? Nee, ein Kaninchen. Auch 10 Kaninchen. Das ist alles nicht gut. Er sperrt den einzigen Ausgang. Dann müssen wir ihn da weglocken. Oh weia, oh weia, oh weia, weia, weia. Oh, Bernstein. So, hier hinten haben wir auch noch so ein Ding. Irgendwas müssen wir doch hier mal machen können. Hier können wir jetzt klettern, wunderbar. Komm, ja, Owen ist auch da, prima. Oh, Hubschrauber. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht mal, ob uns das jetzt so viel bringt, wenn wir hier oben sind. Okay. Fleisch. Oh, eine Fleischangel quer übers Gehege, das ist doch super. Essenszeit. Lecker Fleisch. Ah, komm, jetzt zum Tor raus. Schaffen wir das? Sind wir schnell genug? Na los, öffnen Sie es. Ja, ja, ich weiß. Jetzt hopp schon, Alice. So. Es öffnet sich. Schnell. Evakuieren Sie die Insel. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum aus orten. Ja, damit haben wir das erste Level im vierten Film abgeschlossen. Es lief nicht so toll. Der Indominus hat uns reingelegt. Er hat die Kratzspuren an die Wand gemacht, nur um uns in einen Hinterhalt zu locken. Das heißt, er ist unglaublich intelligent. Verglichen mit dem T-Rex, mit dem er ja gekreuzt wurde. Der T-Rex ist ja ein selten dämlich. Der sieht ja keine Bewegung und nix. Er sieht ja Bewegung, aber wenn man sich still verhält, ist ja alles in Ordnung. Und der ist nicht so schlau. Aber der Indominus ist definitiv extrem gewitzt. Da gehört schon einiges zu, einen in so einen Hinterhalt zu locken, sowas zu planen. Also Wahnsinn, dass der das überhaupt hinbekommen hat. Ja, und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, dass wir hier einen Mitarbeiter höchstwahrscheinlich verloren haben. Rennt jetzt auch noch das Vieh frei auf der Insel rum und befindet sich in keinem Gehege mehr. Das ist natürlich jetzt ultra gefährlich, aber wie es dann weitergeht, das würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Geschichte fortsetzen, ja. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Weiter geht es dann am Samstag. Ich bin ultra gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.